Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 19. Folge von Pokémon Ranger. Ja, mir ist leider ein Missgeschick passiert. Und zwar habe ich mich irgendwie versafe-stated und dadurch jetzt den Bosskampf gegen die Slimer und das Slimer nochmal machen müssen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt andere Partner-Pokémon habe, falls man die jetzt nochmal sieht. Also ich habe das Myraplatt zum Beispiel jetzt nicht mehr und so, aber hey, ist ja egal, ich hab's nochmal geschafft. Das war zwar nochmal ein ziemlicher Krampf, aber hey. Okay, so, wir sind hier stehen geblieben, dass Joel gesagt hat, dass Slimer stinken. Okay, also schauen wir mal, was weiter so für uns ansteht an Aufgaben. Igitt, dieses Slimer stinken. Vergiss es ist nichts. Okay, du hast dafür gesorgt, dass die Bewohner von Herbstnau wieder klares Trinkwasser haben. Und das ganz allein. Haha, ja. Aria hat ja nichts gefunden. Die war ja nur auf der Suche von der Power-Bande, hat nichts gefunden, obwohl das sogar ein Rüpel war. Einige deiner Fänge waren selbst für erfahrene Ranger nicht einfach gewesen. Ja, du sagst es. Du hast dich selbst übertroffen. Ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 4, Sayuri. Wow. Sparkle, 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 sparkle. Yay. Rang plus 1. Juhu, plus freut sich auch bei uns. Cool, Ranger Rang 4 jetzt. Wie viele Ranger-Ränge sind mir jetzt allein schon hier in Herbstenau aufgestiegen? Ich weiß es nicht. Du kannst einen Pokestärk in der Gruppe Käfer verwenden. Yay. Und der Gruppe Boden. Okay. Die haben wir irgendwie alle noch gar nicht gesehen und noch gar nicht zur Verfügung gehabt, glaube ich. Nun gut. Sayuri, da du ja nun den Ranger-Rang 4 erreicht hast, muss ich dir etwas erzählen. Wenn du die Ränge 4, 7 und 10 erreichst, erweitert sich die maximale Anzahl deiner Pokémon-Freunde um 1. Ha, können wir noch eins mehr mitnehmen. Um ehrlich zu sein, alle Funcoms haben von vornherein die Fähigkeit, bis zu 7 Pokémon-Freunde zu verwalten. Rekrutenranger verlieren allerdings schneller mal den Überblick. Da haben wir die Anzahl bewusst begrenzt. Erlauben wir die erste Begrenzung diesbezüglich von deinem Funcom zu entfernen. Sayuri, du bist nun autorisiert, bis zu 5 Pokémon-Freunde in deiner Gruppe mit dir zu führen. Cool. Du kannst nun bis zu 5 Pokémon-Freunde bei dir haben. Ja. Das ist ziemlich cool. Dein Pokémon hat eine neue Nachricht. Ja, auf geht's. Von Spencer an Joel und Sayuri. Ich habe unbestätigte Berichte, dass die Power-Rock-Bande ihre Aktivitäten in Sommerling wieder aufgenommen hat. In Sommerling, cool, jetzt kommen wir endlich nach Sommerling. Ah, schön, ich freue mich. Wenn du im Moment keine aktive Mission hast, Sayuri, begib dich bitte nach Sommerling. Es handelt sich um keine Mission. Ich möchte, dass du mit deinen eigenen Augen und Ohren Informationen über die Power-Rock-Bande sammelst. Cool. Jetzt wird sogar schon Sommerling von der Power-Rock-Bande bedroht. Es wäre gut, wenn du sofort aufbrechen würdest, aber es gibt ja ein gravierendes Problem. Aus unerfindlichen Gründen hat die Fähre nach Sommerling ihren Betrieb eingestellt. Wenn du den Dracoran-Bus nehmen würdest, wärst du zwar sofort in Sommerling, aber mit deinem derzeitigen Ranger-Rang steht dir der Dracoran-Bus nicht zur Verfügung. Was machen wir denn nur? Das war auch kurios, weil wir können nicht mit dem Dracoran fliegen, aber wenn wir mehr Erfahrung haben, dann können wir das. Hä, warum? Naja. Natürlich, du könntest den Lapras-Mann fragen, der immer am Hafen unterwegs ist. Oh cool, auf Lapras reiten, yay! Schön. Wenn du ihm deine Situation erklärst, lässt er dich vielleicht das Lapras reiten. Look. Er ist ein sehr verständiger und großzügiger Mann. Ein Versuch wäre es wert. Naja, komm, der war doch so nett zu uns. Der lässt uns bestimmt drauf reiten. Was sagst du noch? Bisher haben wir so ziemlich jede feuchtbare Ecke dieser Region abgesucht. Aber hatten bei unserer Suche nach der Power-Rock-Bande bisher noch kein Glück. Dabei fällt mir gerade ein. Hat jemand in letzter Zeit Aria gesehen? Ja, ich habe sie gesehen, aber sie hatte keinen Erfolg bei ihrer Suche im Wasserwerk. Sie hat alles, was ein großartiger Ranger braucht, und sie ist ein heißer Kandidat, eines Tages eine Anführerin zu werden. Oh ja. Aber zu dir und mir, ich könnte auch ohne ihre barsche Persönlichkeit auskommen. So schlimm finde ich sie gar nicht. Sie ist eigentlich ganz nett. Oh Gott. Ja, Professor Hastings ist ein wenig gealtert, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht noch mehr gealtert. Ja, hat ein paar Jahre verloren. Ist jünger geworden. Die Power-Rock-Bande ist vielleicht in Sommerling? Die Idee, dass die Power-Rock-Bande sich auf dieser friedlichen Insel herumtreibt, gefällt mir gar nicht. Ja, mir auch nicht. Was wollen die da?
wollen da irgendwie Ärger bereiten. Aber jetzt warte mal, gibt es jetzt hier noch irgendetwas, was wir machen können? Wahrscheinlich nicht. Oh, wir werden aber auch nicht aufgehalten. Finde ich ja sehr gut. Das heißt, theoretisch könnten wir hier jetzt auch noch, das ist zum Thema, ja, ich habe jetzt das Myra-Plan nicht mehr im Team. Ich habe überhaupt kein Team mehr. Die wurden alle automatisch freigelassen. Ja gut, dann gehen wir eben doch schnell direkt schon mal nach Sommerling. Und ja, wie gesagt, diesen einen Teil des Wasserwerks können wir uns ja dann später nochmal anschauen. Sagt ihr irgendwas Neues? Nee, ihr sagt nichts Neues. Schade. Hätte sein können, dass ihr mir neue Tipps gibt oder so. Aber nein, ihr gebt mir immer noch die alten Tipps, die ich eh schon gewusst habe. Ja, komm, halt die Klappe. Bitte. Danke. Okay. Das heißt, was bist du denn? Dich habe ich noch nie gesehen. Okay. Hallo, hoffnungsvoller Raider-Rekrut. Hier ist ein Tipp. Der geht aufs Haus. Hattest du schon jemals Probleme, deine Pokémon-Freunde von wilden Pokémon auseinanderzuhalten? Nein. Ja, doch. Ja, egal. Sollte das irgendwann passieren, dann drücke den X- oder Y-Knopf. Jeder Pokémon-Freund wird blau hervorgehoben. Okay. Ja, nee, das haben wir jetzt noch nie gebraucht, deswegen, was sagst du noch irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Tut mir leid, wenn das alte Informationen sind, aber nicht jeder kann Pokémon Ranger werden. Du musst von einem Anführer empfohlen worden sein und zudem einen Text, ein Text bestehen, ja genau, einen Text bestehen. Zudem einen Test bestehen, um als Ranger akzeptiert zu werden. Aria hat anscheinend das bisher beste Testergebnis erreicht. Ha, und ich musste das nicht. Ja. Hallo, Sayuri. Du bist ja gar kein Anfänger mehr. Und es sieht so aus, als ob du immer noch Interesse am Traukoran-Bus hast. Ja, natürlich. Verständlich. Immerhin bringt er dich direkt zu einer anderen Ranger-Basis. Ich würde dich ja gerne mit dem Traukoran-Bus fliegen lassen. Aber ich brauche die Erlaubnis des Anführers. Wie wäre es also, wenn du noch etwas mehr Erfahrung sammelst? Ja gut, wir haben ja unser cooles Lapras. Das bringt uns auch dahin, wo wir wollen. Von daher, das ist ja egal. Gut, dann gehen wir auf zum Hafen. Zum Lapras. Oder sagst du irgendwas Neues? Ach, ich will immer mit Sophie mit den Leuten reden und schauen, ob die was anderes sagen. Hm. Vielleicht darfst du dieses Sahnestück Joel sehen und vielleicht sogar mit ihm reden? Ja. Im Gegensatz zu dir. Würdest du mir denn einen Gefallen tun? Übermittle diesem Schnuckelchen meine Liebe. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Sagst du dazu irgendwas? Ich weiß gar nicht. Ist das so eine Art Nebenquest oder sowas? Bitte den Lapras im Hafen um Hilfe. Den Lapras-Mann im Hafen um Hilfe. Sein Lapras wird in der Lage sein. Den Sommerling so, okay, es geht gar nicht, schade. Jetzt dachte ich erst, da sagt er irgendwas dazu oder so, wenn ich dazu ihm gehe, aber. Also, wenn ich Nein sage, sagt er das, frag ich es nochmal. Oh ja, cool. Nö, ich darf nicht mit ihm reden. Dann eben nicht. Ein einfacher Ranger wie du bekommt sowieso keine Gelegenheit, um mit dem Anführer Joel zu reden. Aber doch, mehr als du denkst. Okay, haben wir jetzt hier noch irgendetwas? Das wäre eigentlich ganz interessant. Du bist also der Ranger, der das Geruchsproblem im Wasserwerk gelöst hat. Dafür sollte man dir eine Medaille verleihen. Ha ja, sich diesem unglaublichen Gestank auszusetzen war mutig. So, nach diesem kleinen Schnitt, den ich leider wieder machen musste, machen wir jetzt weiter in Herbstenau. Ein letzter Blick, eine letzte kleine Runde durch Herbstenau, weil ich möchte wissen, was die Leute noch so sagen. Und dann geht's auch schon ab nach Sommerlingen. Wie sah der Professor aus? Ich glaube, es war schon ein Riesenschock für ihn, sich den Superfunkom-Raum lassen zu müssen. Für Professor Hastings ist dieser Superfunkom so eine Art Lebenswerk. Er hat sein Leben der Erforschung und der Entwicklung des Superfunkoms gewidmet. Wenn man seine Funkoms für kriminelle Zwecke nutzen würde. Ich mache mir Sorgen um den Professor. Ist hier unten jetzt eigentlich noch irgendwas? Also wie gesagt, wir wollen jetzt hier noch ein wenig umschauen, bevor wir dann auf nach Sommerlingen aufbrechen. Hier liegen komische Sachen herum. Sie müssen wohl irgendwie wichtig sein. Ja, das hoffe ich doch. Wenn es schon der Keller von so einem Labor ist, praktisch. Nun gut. Schauen wir mal weiter. Oh, unten steht der Ingenieur. Es ist kalt, es hat keinen Geschmack und es hat definitiv keinen Geruch. So muss das Leitungswasser von Herbstenau sein. Gut. Also ja, leider wurde ich ja wieder gestört. Mitten in der Folge. Mitten in der Aufnahme. Was heißt gestört? Ich musste halt kurz unterbrechen. Jetzt ist wieder ein Tag vergangen, bevor ich wieder aufnehme. Naja, egal. Anscheinend bleibt mir die Rolle eines Slimer, wenn wir Familie spielen.
Scheiße, spielt Familie und du spielst einen Slimer? Okay. Du armer Tropf. Heute spiele ich Familie mit meinen Pokémon-Büßbuppen. Snubbull ist Papa und Flamedy wird Mama sein. Und wir sind Zwillingsbabys, Ranger. Ach, ich soll mit euch spielen hier. Oh Gott, wie süß. Ja, aber ich habe leider keine Zeit. Tut mir leid. Ein anderes Mal spiele ich gerne mit euch. Und der arme Papa muss ja Slimer spielen. Oh je. Okay, dann viel Spaß euch noch. So. Süß. Gut. Dann haben wir hier nichts Neues mehr. Ja, wie gesagt, ich möchte halt immer mal wieder gerne schauen, was die Leute so Verschiedenes sagen. Du hast das stinkende Slimer im Wasserwerk gefangen. Aber aus welchem Grund ist Slimer im Wasserwerk aufgetaucht? Es gab zuvor nie Slimer dort. Sehr merkwürdig. Tja. Wir haben ja auch gemerkt, dass es anscheinend der wirklich die Powerbande so dahinter steckte. Ja. Was es für einen Zweck haben sollte, weiß ich immer noch nicht. Hier ist das Ehepaar. Ich frage mich, ob mein Mann sich daran erinnert. Bald ist unser 20. Hochzeitstag. Oh, schön. Schön, schön. So lange schon verheiratet. Vielleicht ist es Zeitverschwendung, dir das zu sagen. Aber ich feiere mit meiner Frau in Kürze den 20. Hochzeitstag. Schön. Als Geschenk plane ich eine Reise nach Sommerling. Oh, toll. Gemeinsam Urlaub. Schön. Psst. Es soll vorerst ein Geheimnis bleiben. Oh, okay. Alles klar. Was? Ihr wollt nach Sommerling? Du planst deiner Frau eine Reise nach Sommerling zu... Ah, ja, egal. Okay. Gib einfach weiter, als wäre nichts passiert. Oh Mann. Gut. Oh, hier ist der mit seinem Biesersamen. Pokémon halten mich zwar jung und treiben mich auch an. Manchmal fühle ich mich jedoch einsam. Du hast doch da den Biesersamen. Gut, ob Pokémon wirklich auch richtige Menschen in dem Sinne ersetzen können, von der Gesellschaft her und so. Gut, hier hinten ist immer noch nichts. Was laufe ich hier überhaupt hin? Ich habe doch vorhin eigentlich schon gesehen, dass hier nichts ist. Ich weiß nicht, glaubt ihr, dass Pokémon wirklich die Gesellschaft von den Menschen praktisch ersetzen können? Ah ne, mit der haben wir ja schon geredet. Ja, ne, ich darf nicht mit dem reden, tut mir leid. Okay, dann schauen wir hier noch rein. Ja, wir gehen einfach erstmal von oben nach unten durch. Würde ich jetzt mal so sagen. Keine Ahnung warum, aber ich möchte es gerade so. Nee, hier ist schon das Dach. Gut. Oh je. Alles klar. Schauen wir hier noch rein. Hallo. Die Leute sagen, du hättest im Wasserwerk sehr gute Arbeit geleistet. Die ältere Dame von unten war sehr froh, dass endlich wieder sauberes Wasser in ihre Badewanne floss. In ihre Badewanne? Haben die überhaupt hier... Die haben hier nicht mal ein Bad irgendwie in den ganzen Häusern drin, kann das sein? Wir werden mal nachher nachschauen, ob die da wirklich irgendwo eine Badewanne stehen hat. Aber wenn nicht, dann lügt die uns hier gerade voll an. Die Lügebolzen hier. Ein Aufzug wäre hier von Vorteil. Ich wusste, dass dir dieser Gedanke gefallen würde. Na, eigentlich nicht. Ich finde es auch okay, Treppen zu steigen. Das habe ich aber auch schon in der Folge erwähnt. Als wir hier hochgelaufen sind. Aber wir könnten beide etwas Kondition vertragen. Willst du damit gerade sagen, dass ich übergewichtig bin oder so? Oder keine Ahnung. Also ich finde Sayuri schon relativ schlank. Na, egal. Oder Solana halt. Nun, gut. Von meinem Gewicht wollen wir ja gar nicht erst anfangen, weil ich bin wirklich sehr dünn. Also, ja. Aber schon immer, also seit meiner Geburt. Und, ja. Ja, eine Frühgeburt halt. Und, ja. Egal, lassen wir das lieber. Ich bin zufrieden. Etwas sehr Gutes ist geschehen. Das Leitungswasser ist wieder sauber und genießbar. Ich hörte, dass du die Person bist, der unser Dank gebührt. Du hast die Sache im Wasserwerk wieder ins Reine gebracht. Vielen Dank, Ranger. Oh, du musst schon gehen? Ja, eigentlich nicht. Ich habe ja eigentlich Zeit. Ich könnte ja eigentlich auch viel länger zuhören, alte Dame. Egal. Schade, aber ich darf deine Zeit nicht stehlen. Alles klar. Aber ich meine, du hast ja hier nicht mal einen Wasserhahn. Wie gesagt, hier gibt es keinen Wasserhahn, hier gibt es keine Badewanne, von der das Mädchen noch erzählt hat. Keine Ahnung. Aber ein Shigi kann ja eigentlich auch... was? Shigi bläst die Backen auf und löscht mit dem Wasser in ihnen kleine Brände. Sehr schön. Das Shigi hätte dir eigentlich auch frisches Wasser bringen können irgendwie, oder? Na gut. Egal.
Gut, gut, gut. Dann hier noch bei der Frau mit dem Umzugschaos und dem Blutzock. Hallo, du hast mir damals selber meinem Umzug geholfen. Möchtest du noch einen Moment bleiben und einen Tee trinken? Oh, schön, Tee. Cool, danke. Bin ich natürlich sofort dabei. Hier eine Teeparty. Oh, lecker. Oh. Gut, danke schön. Tschüss. Eine letzte kleine Teeparty gefeiert, bevor wir dann nach Sommerlingen gehen. Schön. Gut, jetzt muss ich nur noch auf den Timer achten, weil allzu viel Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr, weil der erste Teil, den ich jetzt gestern aufgenommen habe, ging jetzt schon 10 Minuten oder so. Aber ich möchte trotzdem halt, wie gesagt, nochmal durch ganz Herbst noch durchgehen. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon dreimal gesagt oder so. Egal. Willkommen. Ah, hallo. Bist du sicher, dass du es dir leisten kannst, deine Zeit hier zu vertrödeln? Nein, aber das habe ich auch schon mal auf Twitter erwähnt. Ich glaube, das Let's Play wird total übel lange, weil ich einfach so viel umherirre und so lange für die Fangversuche brauche. Und eben, weil ich hier mit jeder Person halt eben auch nochmal rede und sie synchronisiere und so weiter. Ich bin etwas darüber in Sorge, wie die Dinge so laufen. Zum Beispiel, dass der Uhrturm fast zerstört worden wäre. Oh, und wie auf einmal das Leitungswasser zu stinken begann. Solche Dinge beschädigen das Ansehen der Stadt. Kann ich mir vorstellen. Okay, hier war der MC Weber, hieß er, ne? MC Weber. Gut. Warst du schon in Sommerlingen? Nein, aber es steht kurz davor. Ich stehe kurz davor, nach Sommerlingen zu gehen. Ich habe gehört, dass sie dort eine Fangprüfung im Meer veranstalten, bei der du gegen andere Ranger antreten kannst. Gegen andere Ranger, okay. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber okay, oh, stimmt, hier ist die Eneko-Fanatikerin mit ihren Schmusi-Wusi-Eneko. Elena heißt sie, genau. Du glaubst vielleicht, dass sich mein Eneko von anderen kaum unterscheidet, aber diese sind alle einzigartig. Mein Eneko hätte sie nicht. Meine Eneko? Egal. Sie haben alle ein unterschiedliches Naturell und Aussehen. Okay, für mich sehen sie trotzdem alle gleich aus. Du erkennst die Unterschiede nicht? Nein, denn sie haben auch alle ein gleiches Wesen, denn sie sind alle wie wild rumgesprungen. Die Eneko reißen uns nicht mehr aus. Cool. Hast du etwas zu ihnen gesagt, als du sie gefangen hast? Ja, ich habe gesagt, bitte bleib bei Elena, egal wie schlimm sie ist. Es gibt Schlimmeres. Oder irgendwie sowas. Es gibt einen Wettbewerb. Man sucht einen Namen für diesen Springbrunnen. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Wie wäre es mit Springbrunnen von Herbstenau? So einfallslos? Ja, ich glaube, ich war da nicht einfallsreicher mit meinem Springbrunnen. Gut, ich hatte ja auch Blubberbrunnen wegen dem Seepaar gesagt. Na, egal. Ja, wie würdet ihr denn den Brunnen nennen? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich glaube, es hat bisher halt noch niemand das geantwortet. Nun gut. Zu sehen, wie du die ganze Zeit hart arbeitest, ist eine richtige Inspiration. Sehr motivierend. Dabei ist mir eine Idee gekommen. Ein neues Angebot an die Touristen, die uns besuchen. Durch Herbstenaus bekanntes Wahrzeichen inspiriert. Uhrturm der Wonne, Germknödel. Ich werde reich. Was zum Teufel sind Germknödel? Ich meine, Knödel kenne ich ja, klar. Aber Germknödel? Was ist Germ? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur Kartoffelknödel oder Semmelknödel. Keine Ahnung. Aria, dieser weibliche Ranger in Herbstenau, ist eine Schönheit. Man sagt, dass sie auch beim Fangen der Pokémon ausgezeichnet ist. Ja, ich habe jetzt leider noch nicht so viel von ihren Fangversuchen gesehen, aber sie scheint schon ganz cool zu sein, denke ich. Und diese eiskalte Ausstrahlung und Einstellung, findest du nicht, dass sie die größte ist? Oh, da schwärmt ja jemand sehr für sie. Ja, sie ist ganz nett, denke ich. Die Menschen, die in der dunklen Fabrik arbeiten, haben keinen guten Ruf in der Stadt. Hm, okay. Manche behaupten, dass Pokémon dort schlecht behandelt werden. Okay. Ja, wie gesagt, das bestätigt ja auch nur, dass... Ich glaube, das war sogar die alte Frau, die wir gerade eben gesprochen haben. Dass sie ja gesagt hat, ja, sie höre ja da komische Geräusche und sowas. Das ist da bestimmt die Power-Bande auch am Werk ist. Ich habe gehört, dass es im Dschungel Pokémon gibt, die in ihrer Erscheinung sehr an Pflanzen erinnern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Fenster. Okay, hier waren wir jetzt eh schon. Das heißt, wir können jetzt wirklich auch mal zu Lapras dann gehen.
Zum Beispiel Knuffenser oder, weiß nicht, Gifloor vielleicht noch, Duflor, so in etwa. Ja. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen am Hafen um und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge leider auch schon. Und gehen dann aber dafür in der nächsten Folge auf nach Sommerlingen, in das Urlaubsparadies schlechthin, in diesem Spiel. Für einen Ritt auf Lapras gibt es keine Karten. Wollen Sie auf einem Lapras reiten, so müssen Sie sich mit dem Lapras mal anfreunden. Alles klar. Ich meine, er hat uns ja eigentlich schon indirekt gesagt, dass wir das dürfen, oder? Ich weiß nicht mehr. Naja. Niemand hat uns gesagt, dass wir nicht nach Sommerlingen können. Ich habe mir sogar extra einen netten Badeanzug gekauft. Okay. Schön. Ich würde gerne nach Sommerlingen, aber die Fähre hat vorerst den Betrieb eingestellt. Ja, ihr habt halt keine Beziehung zu Lapras-Männern und so. Ha, Pech gehabt. Ich hab das halt. Jeder benutzt das Wort Pokémon, aber das ist eigentlich eine Abkürzung. Ja. Ich kann mich nicht mehr an den richtigen Namen erinnern, aber ich weiß, dass sie ihn kürzer gemacht haben. Schön. Ungefähr so, als ob man dich als Pokémon bezeichnen würde. Alles klar. Ich nenne jetzt meine Folgen nicht mehr Poké-Ranger, sondern Poké-Ran. Oder so. Ja, war niemand mehr, okay. Ja, Pokémon, für die, die es nicht wussten, Pokémon ist die Abkürzung für Pocket Monster. Oh Mann, also Taschenmonster. Ach je. Ist dir nicht auch etwas aufgefallen? Immer mehr Pokémon geraten aus Kontrolle. Ja, das stimmt. Wer dafür nur zuständig ist? Ich bin zwar ein Matrose, aber ich mag das Rollen und Brechen der Wellen nicht, denn das hast du uns schon in der ersten Folge erzählt. Genau, ich habe dir das schon mal erzählt, oder? Genau das hast du. Ich würde allerdings sehr gerne einmal eine Runde auf einem Lapras drehen. Das ist viel eleganter und nicht so wackelig. Das kann sein. Wow. Oh, okay. Hilfe! Irgendjemand! Hilfe! Rettet mein Lapras! Hm? Fragezeichen. Alles klar, schnell hin. Okay. Zwei Krabi ärgern des Lapras. Das kann ja nicht angehen hier. Ich habe leider gegen das Bein eines Krabi getreten. Es wurde natürlich wütend. Es wurde sogar so wütend, dass es mit einem Kumpel auf meinen Lapras losgegangen ist. Bitte hilf mir, Ranger. Mein Lapras benötigt deine Hilfe. Okay, alles klar. Das machen wir aber da wirklich erstmal in der nächsten Folge. Dann werden wir auch in der nächsten Folge das Urlaubsfeeling von Sommerlingen endlich mal mitbekommen. Also ich verspreche euch, es ist echt sehr cool gemacht, finde ich. Ja, also dann würde ich sagen, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie jetzt ein bisschen länger wurde und wir uns nur nochmal in Herbstnau umgeschaut haben. Aber so konntet ihr vielleicht wenigstens nochmal von Herbstnau ein bisschen Abschied nehmen. Ich meine, wir waren ja jetzt auch nicht lange genug da. Ja, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.